Hallo! Heute zeichnen wir bunte und lustige Vögel. Und los geht's! Zeichne einen gigantischen Wassertropfen hier unten. Und noch einen hier oben. Was ist denn das? Ein Regen? Nee, das sind Körper von unseren Vögeln. Jetzt zeichnen wir die Beine. Zeichne vertikale Linien. 1, 2, 3, 4. Geschafft. Jetzt brauchst du noch eine Kurve links. Ist das auch ein Bein? Ach so, das ist ein Stängel von einer Blume. Und diese kleinen Tropfen sind die Blumenblätter. Unsere Vögelchen brauchen die Augen. Du weißt ganz bestimmt, dass die Vögel sehr gut sehen können, oder? Die Flügel machen wir in der Mitte des Körpers bei jedem Vögel. Und wieder sehen sie aus wie Tropfen. Merkwürdig. Weiter kommen die Schnäbel. Oh, guck mal, die Vögelchen heben ihre Köpfe nach oben. Zwitschern sie gerade? Lass uns zuhören. Genau, so schön. Und wo sind sie denn? Ach ja, natürlich, sie stehen auf dem Gras. Zeichne einfach scharfe und kurze Linien. Sie gehen oben und unten und wieder oben. Oh, was denn? Schon wieder Tropfen? Das ist ein Schwanz. Der zweite Vogel kriegt auch einen. Ausgezeichnet. Und gleich können wir bemalen. Den Vögel im Hintergrund malen wir mit Blau aus. Ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Im Vordergrund ist das Vögelchen rosa. Hast du einen dünnen Pinsel? Diesen, der am dünnsten ist. Jetzt brauchst du das. Der Stängel ist dunkelgrün und die Beine sind schwarz. Sei fleißig und aufmerksam, bitte. Das machst du aber gut. Das Gras ist, wie meinst du? Nee, nicht rot, auch grün. Es ist doch Sommer, alles ist noch grün. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Aber die Schnäbel, die sind rot. Aber dieser blumenartige Schwanz ist wieder rosa. Der obersitzende Vogel kriegt auch den rosafarbenen Flügel. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel. Aber der unten sitzende Vogel hat einen blauen Schwanz und einen blauen Flügel. Ganz umgekehrt, ha? Aber sehr harmonisch. Das mag ich. Und du? Die Blume machen wir
lila mit der gelben Mitte. Das sieht auch schön aus. Das Bild ist fertig. Du hast alles perfekt gemacht. Vielen Dank für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss!